Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018-1 und besprechen möchte ich die Aufgabe 1. Bei der Aufgabe 1 geht es um zwei Werkstoffe, Kupfer und Eisen, die elektrochemisch irgendwie in Wechselwirkung treten und ich soll einem Mitarbeiter erklären, was denn bitte elektrochemische Korrosion ist und wann sie dann auftritt. Dazu mache ich kurz eine Skizze. Eine Visualisierung beschreibt oft die Sachverhalte sehr viel anschaulicher als Worte oder Ähnliches. Gemeint ist, wir haben also einen Eisenwerkstoff. Den deute ich jetzt einfach mal hier so als Platte an. Und auf diesen Eisenwerkstoff lege ich jetzt kurzerhand eine Kupferplatte. Oder ein Kupferblech, Cu, und weiß natürlich sofort, dass allein durch die Tatsache, dass Kupfer und Eisen sich berühren, keine elektrochemische Korrosion einsetzt, sondern vielmehr ist eine weitere Voraussetzung vonnöten, nämlich dem Vorhandensein von einem Elektrolyten,